Hallo und herzlich willkommen hier in die Sims 4 und unserer Zuschauer-WG. Ist das jetzt fertig oder warum geht sie einfach? Mensch, Carly, bleib mal stehen. Wow. Ich glaube, Sarah wurde befördert. Hallo, Sarah. So, ja, sieht gut aus auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir schicken sie mal unten Fernsehen gucken. So, Kanal schauen, Action-Kanal, viel Spaß. So, wo will Nathan denn hin? Muss er arbeiten? Ach, hey. Ja, auf Wiedersehen. Wir sehen hier auch noch den Rest von Julia. Es tut mir total leid. Weil ich hatte auf dem Zettel geschrieben, dass ich Julia umbenennen sollte. So, jetzt wusste ich nicht, wie das geht. Und dachte mir, ach, schmeißt du den Sim raus und suchst ihn in der Galerie. Blöderweise habe ich Julia rausgeschmissen, bevor ich in der Galerie geguckt habe, ob ich den Sim nochmal finde. Leider finde ich dieses Alien nicht mehr. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich hatte es eigentlich unter Favoriten. Da finde ich es leider auch nicht. Wie interessant. Ja, und jetzt ist Julia leider draußen. Es tut mir leid. Andererseits auch nicht, weil die Weibe brauchen Kohle. Ich habe nebenbei die Nachricht gekriegt. Ja, und seitdem ich jetzt hier dieses Luxus-Accessoires installiert habe, kriege ich ständig irgendwelche Hinweise. Hallo Hinweis, du darfst gerne verschwinden. So, und dann kloppen wir nämlich mal das Bett hier weg. Nicht, weil ich das Bett nicht gern habe oder das Zimmer nicht gut finde, sondern einfach, weil wir das Geld brauchen. Weil wir haben eine Rechnung von 2800 Simoleons, die uns sagt, hey, wir sollten vielleicht ein bisschen besser mit unserem Geld umgehen. Wie viel bringt die Werkbank eigentlich? 600, wie viel bringt das? 1200, tschüss Dingel. Jetzt können wir wenigstens unsere Rechnung bezahlen. Ach du meine Güte. Ja, ist jetzt irgendwie blöd gelaufen, aber mein Gott, was willst du machen? So, wie läuft's auf Arbeit hier mit Nathan? Ja, gut, er hat einfach nur seine Tagesaufgabe nicht gemacht, aber wenn er sich jetzt hier so ein bisschen ranhält, dann sollte das ja eigentlich kein Problem sein, hier fleißig arbeiten. So, Carly, wie sieht's bei ihr aus? Nee, ich wollte Carly anklicken, bitte. Danke. Tagesaufgabe abgeschlossen, also lohnt sich auch hier das harte Arbeiten. Fleißig arbeiten, viel Spaß. So, die beiden gucken hier ganz entspannt Fernsehen in, keine Ahnung, schönen Sichtingen oder so. Level 2 der Charisma-Fähigkeit erreichen. Wie sieht es denn jetzt mit dem Spaß aus? Na, lass mal noch ein bisschen und dann erstmal futtern gehen. Ja, was wir jetzt mit Julia machen, weiß ich nicht, weil, keine Ahnung, finde ich nicht wieder. Wenn die Erstellerin das sieht, kann sie mir gerne nochmal schreiben, aber... Putsch. Oh, super, voll leid. Also, andererseits finde ich es aber super lustig, weil es so typisch ich ist. Ach, Menno. So, ich mache mal hier das Radio ein bisschen leiser. Ich finde es sehr laut. So. Und hier liegt auch noch ein Buch rum. Und ja, ich habe jetzt nochmal in... Können wir das nicht einfach weglegen? Ist ja doof. Okay, legen wir danach weg. Ich habe jetzt nochmal in der Videobeschreibung aktualisiert die Abstimmliste, wo ihr darüber abstimmen könnt, wer der beliebteste Sim im Haushalt ist. Und ja, wer auf der Liste der beliebteste ist, bleibt natürlich im Haushalt. Und der, der leider nicht so beliebt ist, der muss den Haushalt leider verlassen und zieht in das ausgeschiedene Haus. Und wohnt dann hier leider nicht mehr bei uns in der WG. Aber das macht nichts, denn gleich danach kommt schon auch jemand Neues, den wir hier mehr oder weniger per Zufall auslosen. Und da bin ich einfach mal das Schicksal und sage, du kommst oder du kommst nicht. Und ja, dann wird es ein neues Voting geben. Ja, ihr habt jetzt, glaube ich, 2 Wochen Zeit abzustimmen, weil ich jetzt eine Weile im Voraus aufnehme. Das heißt, in nicht diese Woche und auch nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche, dort wird das Abstimmungsergebnis dann verkündet, beziehungsweise gleich vollstreckt. Und dann sehen wir, wie es hier weitergeht mit unseren lieben WG-Bewohnern. Ich hatte gerade nur den Werwolf auf dem linken Ohr, ne? Aber ist auch ganz interessant, wie die hier zusammen gucken. Nebenbei noch gefuttert. Yay. Ja, Oh, ich freue mich auch richtig, wenn hier in die Sims 4 wieder irgendwas Übernatürliches Einzug hält, weil Aliens ist ja leider nicht so mein Fall. Oder auch Haustiere. Ich habe mir heute wieder den Trailer von die Sims 3 einfach tierisch angesehen. Da kriegt man sofort wieder Lust, alles Mögliche mit den Tieren zu machen. Müsst ihr unbedingt mal machen. Also wenn ich mir Trailer anschaue, will ich am liebsten gleich wieder alles spielen. Das mag ich persönlich sehr gerne. Man sieht es an meinem breiten Lächeln gerade. Oh, jetzt sitzt die Gute nur noch alleine da. Miranda, was machst du denn da? Folgst du... Ach, du folgst jetzt mit deinem Teller? Alles klar. So, Sarah, was machst du? Du futterst und Miranda müsste mal ganz dringend auf die Toilette. Aber lieber esst ihr da gerade zusammen.
Ich weiß nicht, ich finde ja die Multitasking-Fähigkeit an sich ganz cool, aber manchmal ist die echt ätzend, ne? Ach, aber wir sind glücklich. Was will man mehr? So. Ich traue mich auch gar nicht, irgendwas anzuklicken, weil ich immer gleich denke, die machen das dann irgendwie nebenbei. Ist es normal, dass man das denkt? Ich weiß es nicht. So, wie lange braucht der Teller noch, bis er da jetzt fertig ist? Ein bisschen anscheinend, aber ich werde mal hier einfach auf Verwenden drücken. So, das mache ich auch mal gleich hier an der Stelle weg. Hallo Radio. Oh, entschuldigt, ich musste husten. Ja, aber ich stelle wirklich fest, seitdem ich wieder so aufnehmen kann, wie ich will, macht meine Stimme nicht mehr mit, ne? Ich habe letztens auch, ich weiß gar nicht mehr, welchen Part das war, irgendwo bei Sims 3, glaube ich, musste ich auch so auf meine Stimme achten, die war fast weg einmal. Das war nicht ganz normal. Aber gut, passiert. So, was macht Ina da jetzt noch? Sie futtert noch zu Ende und dann könnte sie sich nochmal dem Charisma-Punkt zuwenden. Wo haben wir denn hier den Spiegel hingestellt? Ich habe schon ja völlig vergessen. Ach, bei Nathan im Zimmer. Rede üben. Machen wir einfach mal. Ich meine, das ist auch voll ungewohnt, wenn man immer zwischen Sims 3 und Sims 4 wechselt, guckt man automatisch immer hier oben in der Leiste, wo die Symbole angezeigt werden. Aber bei Sims 4 ist das ja nun mal anders. Das finde ich auch sehr schade, dass sie das geändert haben. Da wünsche ich mir immer noch irgendwie so, dass man eine Schaltfläche kriegt von wegen, ja, änder das doch mal. Ach, seht ihr, wir müssen ja noch die Rechnungen bezahlen. Das habe ich völlig vergessen. Ah, Rechnungen. So, warum gehen wir jetzt eigentlich... Ach so, üben wir da jetzt schon die ganze Zeit? Ach je, genug an Bar gearbeitet. Kannst du mal hier runterkommen, die Rechnung bezahlen, meine liebe, liebe... Moment, ich krieg den Namen hin, ich krieg den Namen hin. Ich habe ihn gerade vergessen, kacke. Layla. Ich hab's wieder, sorry. Ja gut, wir müssen Mixfähigkeit-Level-Bummens erreichen. Ich verstehe das Problem. Aber wir gehen jetzt erstmal hier die Rechnungen bezahlen. Und dann können wir da immer noch mal mixen. So, redet Ina da jetzt eigentlich? Ja, tatsächlich. Oh, Alien kichert. Alien kichert im Schlaf. Miranda ist ja süß. Oh. So, aber das ist nicht dein Bett, Liebes. Du schläfst da drüben. Im Alien-Bett. Ja, geh mal ins Alien-Bett. Ah, Romantikerin. Wie süß. So, wir sind auch noch gleich kokett, während wir aufwachen. Das ist ja auch nicht schlecht. So, Sarah, die ist hier alle mal im grünen Bereich. Und wir müssen auch drei emotionale Gemälde fertigstellen. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wie man das hinkriegt. Wenn Sims bestimmten Emotionen unterliegen, können sie besondere Gemälde anfertigen. Klicke auf eine Staffelei und wähle ein emotionales Gemälde. Ach so, also wenn wir zum Beispiel richtig wütend sind. Oh nein, das ist jetzt nicht wahr. Oh mein Gott. Warum tut es das? Warum ist es auch in die Sims 4 so? Ich verstehe es nicht. Jetzt muss ich erstmal darüber nachdenken mit euch, warum auch die Sims 4 rumspackt. Das muss ja dann irgendwas mit meinem PC am Hut haben, oder? Wenn jetzt wirklich jedes Spiel, ich meine, City Skylines, tot. Sims 3, schnarrt. Sims 4, schnarrt. Das kann ja nicht mit einem Spiel zu tun haben. Warum? Ich check es nicht, ne? Das ist mir echt ein Rätsel. Oh mein Gott, was mache ich nur? Ey, was habe ich mir zerschossen? Ich wette, ich habe mir die Festplatte oder irgendwas zerschossen. Irgendwas stimmt nicht. Ah, wenn es die Festplatte wäre, dann würde sich das anders äußern, glaube ich. Weil ich kann ja nicht einzelne Spielstände oder irgendwas zerruckelt haben. Das würde sich nicht so äußern. Soundkarte? Aber selbst wenn die Soundkarte im Arsch wäre, sorry, wegen meiner Wortwahl und so, dann hätte es ja auch irgendwie andere Ausmaße. Dann würde es ja generell was mit der Soundqualität zu tun haben und nicht immer nur dieses Ruckeln. Ich hänge im Baum fest, verdammt. Wo ist sie hin? Miranda. Das war noch creepier als das Sounddingel davor, Alter. Was war denn das? Oh, wie heftig. Oh Gott. Das war jetzt echt gruselig. Wo ist sie denn hin? Oh, aber sie ist kokett. Das ist aber schön. Entführt werden. Ach je, hoffentlich kommt sie nicht wieder schwanger zurück. Das wäre ja ein bisschen ungünstig. So, aber ich bin jetzt gerade echt geschockt, ne, warum auch die Sims 4 dieselben Probleme hat. Ich weiß echt nicht, woran es liegt. Yay, wir sind jetzt C-Promi. Ich bin ja
begeistert. Hätten wir gar nicht so viel verkaufen müssen. Hätten wir einfach nur noch auf die Gehälter warten müssen. Ich bin ja auch blöd. So, und Nathan wurde hier normal bezahlt. So, mit O. Solange Sarah da noch duschen ist, lasse ich mal hier noch alles. Was braucht denn Nathan heute noch? Mit bestem Freund auf Lebenszeit verheiratet sein. Oh, das ist ja ein tolles Ziel. Witze schreiben. Ja, wir können ja Nathan mal Witze schreiben lassen. Wäre auf jeden Fall eine Option. Hier, Witze schreiben, viel Spaß. So, Kali, was geht bei dir? Nicht begonnen. Witze schreiben, Musik hören. Ja, das wird ja wohl dasselbe sein. Aber ich würde sagen, kann einfach mal Musik hören. Hier, wir hören Pop einfach weiter. Dann kriegt sie wenigstens auch noch ein bisschen was vom Spaß ab. Und wir schicken Ina jetzt mal auf die Toilette hier. Obwohl sie den Punkt fast voll hat, ne? Na, mal gucken, wie lange sie es noch schafft. So, und Layla hat einfach nur Hunger. Dann sollten wir ihr vielleicht mal was aus dem Kühlschrank geben. Aber irgendwas ist da auch verdorben. Ich weiß nicht genau was, aber das jedenfalls nicht. Nehmen wir uns einfach mal den Teller. So, was macht Kali? Aber Sims 4 stockt genauso wie Sims 3, ne? Ich kapiere es nicht, warum es nicht läuft. Es ist so typisch. Das ist mein Glück, wisst ihr? Ich kann endlich aufnehmen. Ich habe endlich wieder Zeit. Und... Ah! Sowas regt mich so auf, ne? Warum immer dann? Warum? Ich check es nicht. Aber hör mir einfach der Musik zu, dann geht es vielleicht allen besser. Ah, natürlich geht das nur, wenn wir im Raum sind. Mann! Oh, das nervt mich so. Wenn irgendeiner von euch jetzt der IT-Guru ist, dann sagt mir bitte, was mein Problem ist. Weil ich weiß echt nicht mehr weiter. Weil ich fange irgendwann an zu weinen, weil ich mir denke, das kann doch alles nicht wahr sein. Da. Da. Schön, Miranda ist jetzt konzentriert. Das war ja creepy. Oh. Okay. Das ist toll. So konzentriert wie sie ist, kann sie gerne mal aufräumen. Aliens, unfassbar. Weil entführt wurde. Beim Anblick der erstaunlichen Alien-Technologie bleibt einem wirklich die Spucke weg. Vor allem, wenn sie bei einem selbst angewandt wird. Toll. Ach Mensch. So, Nathan ist aber immer noch kokett. Das macht bestimmt ein paar tolle, schmutzige Witze aus. Hier wird ordentlich reingehauen. Sarah schläft mittlerweile. Miranda geht auch oben aufräumen. Das ist aber sehr nett. So, hat Ina es mittlerweile geschafft? Noch nicht wirklich. Doch, hat sie. Mensch, war ich völlig übersehen. Wahrscheinlich, weil dann dieser super Alien-Angriff kam. So, dann haben wir das wenigstens geschafft. Und wir brauchen noch freundliche Interaktion. Freundlichkeit wird überbewertet. Nein, natürlich nicht. So, Kali. Achso, du... Ich hasse es wirklich, wie sie über den anderen hinterherrennen. Also für mich ist das keine tolle, super Funktion. Für mich ist das eine reine Zeitverschwendung. Die könnten so schön schnell mit allem fertig sein. Aber nein, man muss ja alles multitaskingfähig machen und irgendwelchen Leuten hinterherrennen. Naja, oder drei Lagen Geschirr mit sich rumtragen. Oder es direkt vor die Füße werfen. Natürlich, ist auch ein Plan. Kann man machen. Oh Mann, hier ist was los. So, Fähigkeit Level 4 auf einem Instrument erreichen. Heurika, Miranda Tells hat eine Idee für einen Momentum-Konservator aufgeschrieben und damit ihren ersten Durchbruch erzielt. Klicke auf einen Notizbuch-Button im Telefonmenü und erfahre mehr darüber. Okay. Und nu? Ja. Das verstehe ich nicht. Hat hier irgendwas übersehen? Telefon leise stellen. Ah, Notizbuch öffnen. Alles klar. Keine Zutaten benötigt. Okay. Sagt mir jetzt was? Ach, keine Ahnung, ey. Aber sie hatte einen Durchbruch. Das ist doch schon mal viel wert. Und in 9 Stunden können wir auch das erste Mal mit ihr zur Arbeit. Ich freue mich. So, Energie, schlafen.
Sollten wir vielleicht mal machen. Dann schicken wir Miranda mal wieder ins Bett. Jo. Und Kali, malt schon wieder hier. Na, bitte, viel Spaß dabei. Oh, Ina liegt mittlerweile im Bett. Alles klar. Miranda geht ins Bett. Sarah ist schon fast wieder ausgeschlafen. Wie sieht es mit Nathan seiner Aufgabe aus? Abgeschlossen. Sehr gut. Dann können wir das an der Stelle auch lassen. Und uns mal zum Futter begeben. Ja, das verdorbene Essen können wir ruhig mal aussortieren, so ist nicht. Und uns dann hier nochmal ein Gericht nehmen. Jo. Und wie läuft es bei Layla? Da ist der Spaß auch schon gleich voll. Sehr gut. So, dann können wir den auch wieder aus. Genau. Oder wir setzen uns einfach. Ausschalten wollte ich natürlich. So, jetzt haben wir das ein bisschen doof geregelt, aber gut. Ah, was haben wir denn schon wieder für Tagesaufgaben? Getränke mixen ja immer noch. Ich überlege, ob wir jetzt hier oben noch mixen gehen. Oder. Ach, wir gehen einfach mal Getränke mixen üben. In der Hoffnung, es funktioniert. Das ist so ein Kicherbett, wisst ihr? Deswegen kichern da immer alle. Gut, aber ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen, auch wenn es hier die ein oder andere Überraschung gab. Ob es jetzt zum Ruckeln oder zur Alien-Entführung kommt oder gar, dass unsere gute Julia nicht mehr bei uns lebt. Ach Mensch, hier ist was los. Aber schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, hier am Donnerstag in der Zuschauer-WG. Und vergesst nicht abzustimmen. In der Videobeschreibung ist der Link zu Strawpoll. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao.